Ja, Freunde der Zocker-Lounge, herzlich willkommen zurück hier bei Dungeon Keeper 1 und ich bin noch total verstört von der letzten Mission, von daher schnell in die nächste. Heimathof Titisee. Heimathof Titisee. Familienleben ist der Grund, warum diese Leibeigenen so zuversichtlich und fröhlich aussehen. Bei ihrem geruhsamen Lebensablauf würde sogar einem Höllenhund sein Frühstück aus halbverdauten Helden wieder hochkommen. Jetzt wisst ihr Bescheid, ne? Wie immer. Und los. So, wir gehen auf die Map und drücken Pause. Oh, wir haben Teufler. Okay. Wir werden wohl von vier Seiten angegriffen. Was ist das? Okay, das scheint eine reine Defense-Mission zu sein. Da können wir noch Gebäude reinbauen. Den Dungeon können wir auch vergrößern. Macht wahrscheinlich keinen Sinn. Handwerkskammer haben wir, forschen können wir direkt und Gold abbauen tun wir mal. Gute Frage. Hier vielleicht. So, wo ist denn hier oben, wo ist denn hier unten? Okay, fangen wir hier an. Machen wir mal die Tür auf, warum sind die abgeschlossen? Bau doch mal in Peace das da ab. Okay, was haben wir denn? Geht ihr mal ganz schnell trainieren. Und meine eiserne Jungfrau fehlt. Seht ihr das? Ha! Und wisst ihr was? Ich gehe auf Laden und habe mich diesmal vorbereitet. Und jetzt ist sie da. So. Machen wir noch die Wände wieder runter. Denn ich hatte die Mission schon mal angefangen. Nicht um schon mal fortzuzocken, sondern weil ich einfach was getestet habe. Und da war sie da und jetzt weiß ich auch, warum sie verschwunden ist, denn man hat sie nur einmal. Okay, wieder was gelernt. Ihr hier rein, trainiert, ihr trainiert, ihr geht arbeiten, gebäudetechnisch. Okay, irgendwo haben wir, oh, ein Drache, nice. Irgendwo haben wir ein neuer Spruch wurde erforscht. Alles klar, warum sind denn hier immer alle Türen zu? Vier Imps ist ein bisschen wenig. Die müssen wir aufmachen. Sim. Da waren es 10. Oh. Hier ist eine Indie-Falle. Die müssen wir auslösen und am besten gleich wieder eine Tür hinsetzen. Setzt natürlich erstmal eine Tür voraus. Drachen, der geht auch trainieren. Und wir kriegen. Oh, eine Alarmfalle. Nice. Das macht sogar Sinn hier. Und was ist denn hier los? Nicht viel. Ich glaube, hier können wir gefahrlos durchgraben. Denn die Helden werden ja eh hier. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Das sind gar keine Portale. Na gut, ich gehe da mal davon aus. Meine Jungfrau tut erforschen. Sehr gut. Gold haben wir auch erstmal. Jetzt haben wir einen Zauberer gekriegt. Der darf auch gleich helfen. Und da kommen schon die ersten Helden, nur von da. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Fang doch du mal an, hier das einzunehmen. Ich verstehe gar nicht den Grund. Ach, dass die Imps da nicht hinrennen, oder was? Wow. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eine Falle wurde hergestellt. Das kannst du alleine machen. Das ist doch ein
das so möglich? Eure Kreaturen wieder zu sich aus dem Griff. So, und zurück und ihr könnt die Kohle einziehen. Wir gehen wieder trainieren. Und die eiserne Jungfrau geht ein hier. Ein neuer Raum wurde erforscht. Nice, aber was haben wir denn jetzt hier außer Wasser? Jetzt wäre eine Fliege natürlich ganz toll, ne? Okay, ich werde schon wieder angegriffen. Dann machen wir hier das gleiche Spiel. Komm, mach doch die Türen auf. Ich habe den Sinn noch nicht verstanden, warum die zu sind. Mach doch einfach mal auf. Eure Kreaturen werden angegriffen. Drachen dazu. Untergebenen tragen den Sieg davon. So gefällt mir das und wir machen das Ganze hier auch nochmal. Schafft ihr alleine, oder? Das Level läuft das sogar aus. Untergebenen tragen den Sieg davon. So, du da rein, ihr da rein. Eine Tür wurde hergestellt. Es ist erstmal Ruhe, okay. Jetzt speichere ich ab, weil das probiere ich, was? Viel gespeichert. Ich habe nämlich keinen Bock, dass mir meine bessere Jungfrau jetzt drauf geht. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Geh lieber weg. So. Okay. Tür hin, abschließen. Okay, und wir bauen einen neuen. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Und wir brauchen Gold. Das holen wir uns natürlich gleich. Hier ein bisschen vielleicht. Das ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Das nennt sich dann wohl Fail. Und hier werde ich angegriffen. So. Eine Falle wurde da hergestellt. Rein. Und die nächsten. Oh Mann, da geht's ja gut ab hier. Regelt ihr das mal? Wir nehmen eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. So kann man natürlich auch Geld verdienen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Meine Drachen, die gehören mal in die Hühnerform. Halt euch mal. Ein neuer Lauf ein bisschen Gold rein. Wo wird angegriffen? Da. So, der kommt ja schon konstant, ne? Jetzt dürfen mal die Teufler kämpfen. Tragen den Sieg davon. Okay. Coole. Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Ein neuer Spruch. Okay, das ist. Schwierig. Machen wir hier. Eine Tür wurde hergestellt. Folterkammer hätte ich. Ich weiß auch nicht. Schauen wir uns mal die Kohle. Ich wollte gerade sagen, da kommt doch bestimmt. Auf den Gegner. Eine Falle. Hier geht's gerade so weiter. Da läuft er natürlich ein bisschen schlecht. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ein neuer Raum. Okay, derweil bauen wir noch ein paar Fallen. Was macht der hier sowas von Sinn? Eure Kreaturen werden angegriffen. Wo denn? Wo denn? Ich sehe aber nur Leichen.
Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eine Falle gestellt. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Komm, sammle das Gold ein. Und wir kämpfen gleich weiter. Weil wir haben ja Spaß dabei. So. Ein bisschen. So, und Kind muss ins Bett und von daher kurz Pause. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ich verkack's mal nicht, diese Timeouts dann auch im Nachgang rauszuschneiden. Und hier unten vielleicht noch eine hin. Das Platz gibt. Müssen wir noch irgendwelche Räume bauen? Oh, guck mal hier. Nicht. Bauen wir mal einen Tempel. Ich glaube, ich brauche gar nicht großartig Gold abbauen. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer. Ich hoffe, ich wiederhole mich nicht. So. Können wir unsere Handwerkskammer eigentlich vergrößern? Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Wo wird gekämpft? Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ihr braucht eure Kreaturen stürzen sich. Ach ja, die eiserne Jungfrau. Sie will einfach nur alleine kämpfen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Eure Bibliothek Supi. Ist zu klein. Auch noch. Gut. Die auch vergrößert. Falls es im Schlafsaal Probleme gibt, können wir auch vergrößern. Was machen eigentlich meine Jungs? Sterben. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Wo? Das ist ein bisschen unnötig. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eine Falle wurde hergestellt. Was ist gestorben? Bauen wir noch ein paar Bücher. So, was hat mir das hier eigentlich gebracht? Weiß kein Mensch. Ein neuer Raum wurde erforscht. Ein Friedhof macht doch sicher total Sinn. Habe ich noch irgendwo Platz? Hier. Was kriege ich eigentlich? Level steigern, Level steigern. Sehr gut. Hergestellt. So. Bringt mal die Leichen hier rüber. Und baut mir noch ein bisschen Gold ab. Noch ein paar Fallen am Start. Hier unten könnten wir neuer gebrauchen. Wurde erforscht. Eure Bibliothek ist zu klein. Eure Kreaturen mehr geht halt haben nicht. Ein mysteriöses, magisches Kästchen entdeckt. Eine Falle wurde hergestellt. Hier können wir noch eine hinbauen. Haut der mir die eigentlich kaputt? Jetzt habe ich gerade mal ein bisschen Ruhe. Okay. Sollen wir schon zweimal Level steigern? Ach komm, was soll's. Wurde mit Erfahrung gesegnet. Wo ist denn der andere? Eine Falle wurde hergestellt. Eure Kreaturen wurden mit Erfahrung gesegnet. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Es gibt nichts mehr zu forschen. Ihr braucht hier oben einen hätte ich größeren auch noch Trainingsraum. Platz. Brauche ich einen Köderraum? Eine Falle wurde hergestellt. Ich baue. Boah, was brauche ich denn? Ich weiß auch nicht für was. Vielleicht hat da jemand ja Bock drauf in seiner Freizeit. Na, ihr wisst schon. Bisschen ködern zu gehen. Macht man ja heutzutage so. Okay. Spaß beiseite. Du sammelst Gold ein. Okay. Sehr gut. Wurde hergestellt. Ich werde immer noch nicht angegriffen. Machen wir mal hier noch ein bisschen Gold weg.
Eine Tür können wir hier oben wieder brauchen. Jetzt haben wir auch endlich eine Eisentür. Was machen eigentlich meine Trolle? Ich kann dich mal trainieren. Ihr braucht einen größeren Trainingsraum. Ja, dann geht halt wieder. Ja, wisst schon. Okay, Hühnerfarm. Dass die nicht ausgeht. Aber sonst können wir... Och, ich habe sogar zwei Hühnerfarmen. Die können wir auch vergrößern. Also an der scheitert es eher nicht. Eine Falle wurde hergestellt. Okay, jetzt kommt er wieder. Und zwar von zig Seiten. Dann fangen wir euch gleich mal ab hier oben mit... Na, wo ist sie? Ja. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eine Falle wurde hergestellt. Einfach. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. So, dann machen wir mal die Kombi noch. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Alles Eure klar. Untergebenen tragen den Sieg davon. So, erstmal wieder Ruhe. Hier können wir noch ein bisschen Gold abbauen. Dass meine 10, 11 Imps auch was zu tun haben. Und da brauchen wir eine Falle. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Sehr nice. Sorry. Dann gehen wir gleich trainieren, würde ich sagen. Den Friedhof könnte man noch vergrößern. So. Eine Falle wurde hergestellt. Da sind ein paar... Hier ist relativ wenig Fallen technisch. Oh, wow, wo kriege ich in die Fallen? Aber... Was bringt mir das? Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Die bringt mir gar nichts. Wir können ja auch mal Alarmfallen bauen. Da bin ich ja noch gar nicht auf die Idee gekommen. Eine Falle wurde hergestellt. Ja, wo fehlen denn noch Türen? Das muss ich auch mal wegbauen. Achtung, eine weitere. Der Ritter kommt. Im Namen des Guten. Wir sollten... So, ihr dürft auch noch kämpfen. Das war's schon, ne? Alle tot? Okay. Dann lasst uns mal den Kreaturentransfer suchen. Boah, jetzt habe ich gerade gedacht, meine eiserne Jungfrau geht drauf. Das wäre nicht so toll. So. Graben bitte. Ich weiß nicht, wo er ist, aber irgendwo wird er sein. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Irgendwo ist noch eine Fee. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eine Tür wurde hergestellt. Jetzt bloß nicht, gell? Nein, die hat wieder volle Energie. Okay. Tag. Da, kein Problem. Den könnten wir... Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Was? Warum? Vampir und Zauberer und Piraten. Hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Geht einfach trainieren. So, ich will einen Kreaturentransfer. Zackig. Eine Tür das war wurde hergestellt. Wie die letzte, doch jetzt eigentlich eine relativ zügige Mission, oder? Ich denke mal, was ist eine schnelle Kreatur? Oh, meine eiserne Jungfrau. Eine Falle wurde hergestellt. Guck mal her. Premium intern. Nein.
Nein, nein, ich wollte kein Imp. Okay, egal. Dann halt als Imp. Da ist was. Okay, und weiter. Boah, der ist schon schnell, Level 3. Da geht schon was. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Da ist auch was. Okay. Weiter, weiter, weiter. Level 3 Speed. Ja, lol. Läuft. Ihr habt euch in ein Voll neues Gas. Gebiet vorgegraben. Hier wird der nächste kommen. Tja. Da hätte ich es mir ja noch. Aber das war doch jetzt eigentlich sowieso richtig einfach. Und die vorherige war so schwer. Ich weiß auch nicht. Und hier wird noch einer sein. Okay, alle entdeckt. Ist er das? Das ist er. Natürlich der letzte. Ach klar. So. Brücke im. Brücke. Jetzt wird es wieder Zeit zu speichern. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Zocker Lounge 2. Ne? Dänische Tastatur. Zocker Lounge 2. Wir klicken eure Kreaturen drauf, haben holen ein mysteriöses, uns, magisches Kästchen entdeckt. Ja, weiß ich doch. Holen uns reißende Jungfrau. So soll es sein. Und verabschieden uns. Und wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme von Dungeon Keeper 1 hier auf der Zocker Lounge. Tschö. Drachenstein. Diese Stadt haben wir voll eingeheizt. Sie brennt noch immer mit einer so starken, unnatürlichen Hitzeentwicklung, dass niemand in ihre Nähe kommen kann. Wir sind aber sicher, dass ihr sie großartig finden werdet, wenn alles etwas abgekühlt ist.